Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Half-Life 2. Wir haben eine übermächtige Waffe. Oh, guck mal hier. Lalalala, er tanzt ein bisschen vor uns. Okay, genug rumgespielt. Die Waffe ist echt cool geworden, aber es ist natürlich, ja, unsere einzige Waffe jetzt. Gerade die. Endlich. Dies ist keine angenehme Überraschung, denn es war zu erwarten und Sie stimmen sicher zu, es ist auch nicht angenehm. Nun, ich bin sicherlich Pragmatiker. Dieses Miststück. Okay, wir können hier noch unseren Anzug Gott sei Dank aufladen. Was? 200 Punkte Anzugenergie? Wie geil ist das denn bitte? Die Waffe ist so toll. Jetzt wäre es nur noch toll, wenn hier auf der anderen Seite noch Gesundheitsenergie für 200 Punkte wäre. Oh, es macht Gesundheit einfach mit. Also es heilt die Gesundheit gleich mit. Zwar nur auf 100, aber ich will mich ja nicht beschweren. Also besser könnte es mir gerade einfach nicht gehen. Cool. Taschenlampe habe ich auch wieder. Ja, okay. Hier könnten wir auf jeden Fall... Oh, ich krieg Gänsehaut. Hier könnten wir auf jeden Fall nochmal sterben, wenn wir wollten. Falls sich der Gordon so denkt, ach nee, scheiß drauf, ich bin zwar weit gekommen, aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ich mache jetzt Selbstmord. Und stürze mich in die Tiefen. Oh Gott. Die scheinen ganz schön zu leiden bei dieser Waffe. Und hier kann ich doch auch noch irgendwas machen. Oh. Auch schön. Das macht ja fast noch mehr Spaß. Sie vorher zu schleudern. Die Waffe macht wirklich Spaß. Nun, Dr. Freeman, unter anderen Umständen hätten wir mit gegenseitigem Oh. Und Vertrauen zusammenarbeiten können, glaube ich, ausgehend von der kurzen Zeit, die Sie mit mir in Black Mesa waren, kann ich annehmen, dass Sie ein wertvoller und produktiver wissenschaftlicher Mitarbeiter hätten werden können. Aber ich weiß nicht, was Sie antreibt, doch in diesem Projekt ist kein Platz für einen Physiker wie Sie. Und das wollte ich eigentlich nochmal wissen, was er sagt. Ich habe mir das gerade ein bisschen selbst zerstört. So, da kommen wir eh nicht durch. Speichern wäre vielleicht auch mal wieder ganz sinnvoll. Okay. Ich finde das so toll. Können wir da rein und sterben? Oh Gott, das war eine Scherzfrage. So. Er schwebt jetzt hier wieder ein bisschen und demonstriert uns, dass man da drinnen sterben wird. Und trotzdem habe ich es natürlich ignoriert. Hier gibt es wieder mehrere Wege, aber ich glaube, hier ist eine Wand, ne? Ja. Da können wir wahrscheinlich auch immer noch nicht durch. Nein, natürlich nicht. So, ihr Hübschen. Ihr denkt auch, ihr kommt mit euren Granaten noch weit. Nicht mehr. Der Spaß ist vorbei. Huch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit auch nicht. Wie cool ist das denn? Aha. Ich kann mir die Kugeln hier ranziehen und einfach alles zerstören. Sogar dieses Energiefeld. Interessant. Das ist mal sehr gut zu wissen. Das sieht auch auf jeden Fall tödlich aus. Aber auch hier kann ich wieder Energiekugeln ziehen. Ich nehme einfach mal eine mit, so aus Spaß und Freude. Oh, schön aufladen. Oh, okay, sie hält nicht ewig. Aber ich fürchte, ich brauche sie. Obwohl, die kann ich auch holen. Oh, das geht auch. Gut. So. Wow. Das macht echt Spaß. Nein. Ich wollte mich eigentlich erstmal ein bisschen heilen, ne? Keine Geduld, die Jugend heutzutage. Hey. Oh, er hat eine Granate geworfen. Ja, ja. Es sind viele Gegner, aber die bereiten mir jetzt eigentlich keine Probleme mehr mit dieser Waffe. Wow, das sieht auch ziemlich cool aus. Und ich bräuchte nochmal so einen schönen Energieball hier. Kann ich nicht...
Wie habe ich denn vorhin das hier kaputt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Muss ich das gegen irgendwas bestimmt... Süß, wie er hin und her hüpft. Muss ich das gegen irgendwas Bestimmtes schleudern? Ich habe das eigentlich jetzt so immer auf gut Glück kaputt gekriegt. Ich weiß es gar nicht, aber ich speichere erstmal. Oder nee, Moment. Erstmal hole ich mir noch die Restenergie hier. Der scheint auch schön voll zu sein und lange zu halten. Hier ist auch noch so ein Feld. Ich glaube, wir müssen einfach höchstwahrscheinlich die Konsolen zerstören. Ne? Wow, man kann mit dieser Waffe wirklich einfach alles zerstören, worauf man Lust hat. Und noch mehr. Cool. Läuft richtig. Okay, hier geht's weiter. Also es ist wahrscheinlich egal, dass die Barrieren da sind. Und wir können sie anscheinend auch nicht wirklich zerstören. Einer muss ja aggressiv vorgehen. Echt jetzt? Du passt da nicht durch? Oh Mann. Gordon, also manchmal, ne? Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber die sind ja jetzt wirklich gar kein Problem mehr. Kann ich die auch so nehmen? Yay! Hier, komm, zerschneide deinen Kollegen. Ich weiß nicht, was das macht. Hier ist nochmal Anzugenergie, sehr gut. Ich habe irgendwas aktiviert. Nein, nicht die bitte. Nicht die. Die blendenden. Die sind schon ziemlich mies. Einfach alles zerstören. Ihr kommt nicht an mich ran. Okay, die Granate habe ich jetzt nicht geahnt. So. Nicht so schön, wie wir sie an uns ranziehen können, aber na, das reicht leider nicht von der Entfernung. Wir haben doch ein bisschen sehr viel Energie jetzt verloren. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was ausrichten hier. Die Reichweite ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich aktiviert habe. Okay. Das ist ja schön. Ich müsste mich gleich mal wieder heilen. Hier war doch ein Kasten. Oh, der macht wirklich alles richtig gut wieder voll. So. Ich glaube irgendwie... Wir müssen da rauf. Jetzt kommt es natürlich wieder von allen Seiten an. Und hier ist auch eine Mauer jetzt. Ich könnte hier auch gar nicht raus jetzt. Es flimmert ein bisschen in den Augen hier. Und es ist noch ein sehr weiter Weg nach oben. Ich speichere mal lieber. Und es ist auch gerade sehr ruhig. Erstaunlicherweise. Okay, ich hätte nichts sagen sollen. So, ein bisschen Gesellschaft hier. Atomator, 5 von 15, okay. Oh Gott, echt jetzt? Das sind so viele. Bin ich schon da? Nee, ne? Das war nur ein kurzer Zwischenstopp. Vermutlich muss ich wirklich bis nach ganz, ganz oben. Und da kommen doch bestimmt gleich wieder die nächsten. Ich hab's mir doch gedacht.
Verreckt. Verreckt, verreckt. Oh Mann. Das ist eigentlich voll der Massenmord hier. Na, na? Wo seid ihr? Irgendwie kriege ich ihn gerade nicht. So. Bin ich da? Ich würde hier gern raus. Nö. Anscheinend soll ich noch höher. Oh, Granate. Nicht gut, nicht gut. Okay, alles klar, wir sind da. Jetzt können wir wieder wüten, was das Zeug hält. Ich habe Frieden erschaffen. Und ja, es war halt notwendig, die ganzen Combines und Aliens zu töten, würde ich mal sagen. Denn sie waren ja auch nicht gerade so nett zu uns. Hey Leute. So, da kommen wir eh nicht durch. Da haben wir noch mehr. So, wer will, wer hat noch nicht. Eine Runde gratis für alle. Ich denke mir gerade so, es wäre schön, wenn wir diese Waffe das ganze Spiel über einfach gehabt hätten. Das wäre wirklich gut. Und natürlich 200 Anzugenergie. Ach, das wäre sehr gut gewesen. Ich meine, das sind auch so viele Gegner hier, da brauchen wir auch so eine Waffe. Das würde, glaube ich, anders gar nicht mehr funktionieren. Ich renne jetzt mal weiter, weil das sind gerade echt ein paar viele. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Und wow, so ein Luxus hier. Kann man sich ja wirklich nicht beschweren. So, jetzt kommt gleich der Fuzzi wieder. Ich habe das Überleben der Menschheit gesichert. Und nicht nur als das, was wir bisher als Menschheit gesehen haben, sondern etwas ungleich Besseres. Etwas, das wir bisher nur erahnen können. Okay. Wenn er so meint. Mal gucken. Das wird doch jetzt wahrscheinlich auch wieder ausarten. Okay. Ich glaube, sie werden langsam sauer. Oh, ich weiß warum. Jetzt haben wir ja so ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob wir gegen ihn auch was ausrichten können. Ich glaube nicht. Oder? Hallo? Nee, das beeindruckt ihn noch nicht so unbedingt. Beeindruckt dich das? Das beeindruckt ihn. Sehr gut. Boah, zwei Kugeln nur. Das ist es auf jeden Fall, natürlich. So, wo muss ich lang? Ich möchte diesen Typen gerne mal töten. Er nervt dezent. Kannst du auch kaputt gehen? Wo muss ich denn lang jetzt? Hab ich jetzt in meiner Eile irgendeinen Weg übersehen? Aus reiner Panik vielleicht? Nee, hier gibt es nämlich nichts. Außer eine Menge Kugeln. Und ich würde ja gerne hier rein vielleicht. Achso. Achso, wenn ich sie in der Hand halte, komme ich durch. Jetzt verstehe ich das Prinzip endlich. Okay, das heißt, dass ich da wahrscheinlich dann auch durchgekommen wäre, wenn es noch Kugeln nehmen würde. Es gibt aber leider keine. Was es aber gibt, ist Anzugenergie und ich brauche sie sehr, sehr dringend. Also generell Energie. Wow, die Dinger sind echt super. Die hätte ich wirklich das ganze Spiel über gebraucht. So, und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dort entlang gehen und schauen, was da so Schönes auf uns wartet. Oder wahrscheinlich auch eher nicht so Schönes. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.